Ja, hallo zum Aussteigerkanal. Wir haben heute freundliche 36 Grad und wir machen jetzt gleich einen Ausflug auf den São Miguel. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg zum Berg und hier kann man schon von der Ferne Faro sehen. Und die Barra und das Meer. Ja, das ist Faro. Wer jetzt im Auto und der Motor läuft. Und jetzt mache ich mich auf den Weg auf den Berg. Vor uns der São Miguel, der höchste Berg, die höchste Erhebung an der Algarve. Der rechte Turm hat irgendwas mit Militär zu tun, die anderen keine Ahnung, die Funkdinger. Und da wollen wir jetzt hin. Kann man auch fantastisch ins Hinterland gucken. Ja. Schon ein Riesenblick hier. Gar nicht mehr besiedelt da hinten wirklich. Portugals Hinterland. Ganz da hinten. Diese Stadt, die man da sieht, das ist São Brás. Das ist São Brás. Der Alportel. Ganz weit weg. Ja. Ja. Die weißen Punkte sind alles Häuser, ansonsten ist da nicht mehr viel. Dann wollte ich euch mal mitnehmen auf eine kleine Kapelle, die hier ganz oben auf dem Berg ist. Wirklich schön. Die Kapelle vom Heiligen, den Namen habe ich leider vergessen, vom Heiligen so und so. Ja, ich habe extra gefragt. Für Tiere was? Dann seht ihr hier die Steinbänke, ist wunderschön im Schatten. Da hinten auch, eine schöne massige Steinbänke. Und hier sind sie schon am Saubermachen, ja, weil hier findet einmal im Jahr ein riesiges Fest statt. Mit diesem wunderschönen Ausblick nach hinten. Und dann ist die Kirche auch offen. Ja. Haben sie sogar schon gekalkt. Wird immer alles hergerichtet vor dem Fest. Und hier ist die Bühne. Da spielt dann eine Banda, eine Band. Und es ist wirklich ganz nett und urig. Schön alles weiß gekalkt. Jetzt sind auch noch mal so Steinbänke, ist wirklich schön. Und hier sind auch wirklich immer viele Leute dann da. Es ist natürlich rein portugiesisch, aber da ein paar Ausländer findet man auch da dazwischen. Das ist witzig, da gibt es ja selbstgemachten Wein, selbstgemachte Oliven, selbstgemachte, selbst angebautes Gemüse und so weiter. Ne? Also es ist nett, einfach urig. Dann spielt so eine Bimba-Musik. So Bimba, wie so ein bisschen portugiesische Volksmusik. Das ist der Ausblick von hier oben. Sieht man wieder hinten so Brasch. Bisschen schön. Und die Bäume, das sind alles entweder Oliven, Mandeln oder Alfarobas oder Stein- oder Korkeichen. Hier sind wir wieder ganz nah an diesem Berg dran. So, und da fahren wir jetzt noch rauf. Jetzt gehe ich wieder rauf mit euch. Es ist recht warm hier. Ich dachte, auf dem Berg ist mehr Wind. So ein bisschen abkühlen ist aber nicht. Na doch, ein bisschen mehr Wind ist hier schon. Ja. Jetzt gehen wir wieder rauf. Ach, guck mal, da ist auch noch ein Bänkchen ganz versteckt. Ach, und noch mal eine. Das ist doch total geil. Ist ja schon fast wie ein Pfefferweh. Die habe ich hier vorher noch gar noch nicht gesehen. Schaut euch das an, ist doch toll. Na? Ist doch schön. Mal hinten sitzen. Richtig schön gemacht, finde ich das. Echt toll gemacht. Ja. Echt schön. Echt ein flauschiges Plätzchen. Lauschiges Plätzchen. Hier auch. Schön. Gefällt mir. Ja, und jetzt gehen wir auf den Berg da. Also jetzt sind wir da fast ganz oben. Weil es da nicht ganz rauf, weil ich gar nicht weiß, ob man es da. Und das ist erstmal der Ausblick, wie ich ihn sehe. Schon toll. Und jetzt kommt hier auch der Wind. Ist schön kühl. Also jedenfalls keine 36 Grad mehr hier oben.
Also nochmal zurück. Was ist das denn da? Ja, genau, dann ist das es. Ah, ich weiß schon, wo ich bin. Also, das da hinten ist Faro. Ich zoom's mal ran. Da ist irgendwo Faro. Ganz hinten am Horizont. Ja, da ist irgendwo Faro. Dann diesen Sandstreifen, den ihr im Meer seht, das ist die Barra, das ist die Düne. Die ist an ihrer längsten Stelle 37 Kilometer lang. Nur Sand und sonst niemand. Alles nur Sand. Und alles, was vor der Düne ist, ist die Ria Formosa. Also da ist dann nur so eine Art, ist keine Wellen. Ne? Hier ist zum Beispiel eine Barra. Hinter der Insel Amona ist eine sogenannte Barra, heißt es auf Portugiesisch. Da, wo man hier die jetzt sieht, da fährt man quasi so nach rechts und dann links und dann ist man am offenen Meer. So ein Ausgang von der von dem Riff quasi. Ist ja kein Riff, ist in dem Sinn, ist es hier eine Sanddüne. Aber da fahren die Fischer dann aufs offene Meer. Und das, was ihr da vorseht, ist die Insel Amona. Da wohnen auch Menschen. Und ist eigentlich ganz nett. Da machen viele Portugiesen Urlaub. Also so viele Ausländer kennen das gar nicht, glaube ich. Und wir haben im Moment nicht volle Flut, sondern voll, die Ria Formosa. Da hinten ist rechts vom Busch. Hier, das ist Fuseta. Das ist Fuseta. Zwischendrin, naja, ist ein großer Park und überall ein paar Häuser. Ja. Sieht man auch gut die Gewächshäuser, die überdachten Plastikflächen. Das ist jedenfalls der Blick vom São Miguel, im Volksmund auch Monte Figo genannt. Und das ist ganz nett hier oben. Schöne frische Luft. Man sieht auch schön das Küstenklima jetzt im Himmel. Da sieht man diese dunklen Streifen, das Küstenklima. Da ist es noch kühler wie im Hinterland, weil sich da die Luft immer umdreht und umwälzt, genau über der Küste. Dann hat man immer schön kühl. Naja, Leitplanken gibt es hier auch nicht. Ist immer Abenteuer pur. Und da geht es gleich schön runter, wo eigentlich die Leitplanke stehen sollte. Ja, na gut. Jetzt muss ich erstmal die Karre wenden. Und wenn ich das geschafft habe, ohne abzustürzen, dann filme ich noch mehr. Ja, und dann geht es hier hinten noch weiter. Und ganz da hinten, da sieht man eine dreieckige Pyramide. Ganz hinten. Ich weiß nicht, ob mein Zoom so gut ist, dass das geht. Vielleicht nicht ganz da hinten. Ja, ich glaube, ich sehe sie leicht. Diese kleine weiße Pyramide, das ist Monte Gordo. Und hinter der, 10 Kilometer hinter dieser Pyramide, ist Spanien. Jawohl. Und so sieht es hier oben aus. Jetzt nochmal. Schon schön. Also ich habe auch schon mal hier auf dem Berg gewohnt, da hatte ich einen ähnlichen Ausblick. Das ist wirklich schön, vor allem nachts, wenn man all die Lichter sieht und so. Es ist wirklich toll. Ja. Da hinten unten, da wohne ich irgendwo. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal.